mache keine Werbung. Das ist für mich absurd. Also das kann ich gar nicht denken, dass man für einen Schwangerschaftsabbruch Werbung macht. Das ist für mich völliger Blödsinn, sowas zu denken. Das liegt ja an diesem schwierigen Gesetz und dass das jetzt in der öffentlichen Debatte von bestimmten Leuten immer benutzt wird. Ich mache Schwangerschaftsabbrüche schon seit über 30 Jahren. Ich habe das irgendwann begonnen, weil das in Deutschland in den 80er Jahren noch eigentlich keiner machen wollte, auch die Frauenärztinnen und Ärzte noch nicht. Und ich war einfach der Meinung, dass es jemand geben muss, der Schwangerschaftsabbrüche macht, und habe das damals bei Pro Familia angefangen. Und ich finde, es muss jemand da sein, der den Frauen in ihrer Not hilft. Und fast alle Frauen sind in einer Notsituation, wenn sie ungewollt schwanger werden. Und da gehören sie medizinisch und psychologisch gut versorgt, meiner Meinung nach. Für mich bedeutet der Paragraph 219a ja jetzt eine ganz besondere Situation, weil ja bei mir quasi die ganze Normalität ausgesetzt ist, dadurch, dass ich jetzt permanent mit der Presse zu tun habe, mit Politik zu tun habe und eben mich entschieden habe, diesen Menschen, die radikale Fundamentalisten sind meiner Meinung nach und die ich auch gar nicht christlich finde, die Stirn zu bieten und zu sagen, das geht jetzt nicht mehr, dass ihr Ärzte so unter Druck setzt, so tyrannisiert und auch den Frauen quasi den Weg abschneidet für eine vernünftige Information. Und als ich mich in eigener Praxis niedergelassen habe, war klar, es gibt quasi keine Möglichkeit, irgendjemand mitzuteilen, dass ich Schwangerschaftsabbrüche mache, außer den Ärzten und Beratungsstellen. Und dann ist es schwierig, dass die Frauen den Weg zu mir finden. Ja, auf meiner Homepage steht ja nicht nur das Wort Schwangerschaftsabbruch, sondern auf meiner Homepage können sich auch die Frauen die Informationen zum Schwangerschaftsabbruch, die medizinische Aufklärung, die Risiken, was sie mitbringen müssen, all das runterladen, weil ich der Meinung bin, dass jeder Mensch oder in dem Moment, wo er zur Patientin wird, ein Recht hat auf eine gute Aufklärung und sich das auch vorher durchlesen soll, ganz in Ruhe, in vielleicht dem geschützten Raum, wo man eben zu Hause am Computer sitzt und dann, dass man dann die Informationen, die man braucht, um sich zu entscheiden, welche Methode mache ich, ist das schmerzhaft, brauche ich eine Narkose oder brauche ich es nicht, das alles will man sich doch in Ruhe angucken und dafür steht es bei mir auf der Homepage und ich sehe da überhaupt gar keinen Grund, das runterzunehmen, weil ich sehe das als meine Pflicht als Ärztin, dass Frauen aufgeklärt werden. Und ich will das ja auch bis zum Bundesverfassungsgericht durchkämpfen, dass Frauen in Deutschland endlich das Recht dazu bekommen. Also ich würde mich sehr freuen, wenn die Politik sich dieses Themas sachlich annehmen könnte und aufhören würde, nach Stimmenfang am rechten Lager zu gehen und sich wirklich dieser Sache annehmen würde und aufhören würde, das sind ja auch nur bestimmte Richtungen in der Politik, so diffamierend dann über Frauen zu reden und über Ärzte und Ärztinnen, die Abbrüche machen. Ja. Das Konstrukt zum Schwangerschaftsabbruch mit dem Paragraph 218 ist wackelig, darüber kann man diskutieren, aber das ist in sich, wenn man es so sagen will, noch irgendwie logisch. Der 219a gehört ja sowieso nicht dazu. Das wird zwar immer behauptet, aber der ist im Bundesverfassungsgericht-Urteil nicht angesprochen. Und seine Herkunft, dass man eben Ärztinnen und Ärzte diffamieren, in Lager bringen wollte, aus dem Jahr 1933, ist so eindeutig, in welche Richtung dieser Paragraph ursprünglich gedacht war. Und das passt einfach in unsere Gesellschaft gar nicht mehr. Also wir leben ja in der Demokratie und nicht im Faschismus.